Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo. Zurück bei Victoria 3 und unserem kleinen Krieg gegen Preußen. Nachdem ich jetzt gerade wieder geladen habe, bin ich darauf gekommen, dass ich mehr Autorität hatte. Und was ich getan habe, ist, ich habe zwei weitere Decrees gemacht, nämlich Greener Grass Campaigns in Österreich und Steiermark. Beide Gebiete sind Gebiete, wo wir, soweit ich weiß, nur Österreicher als Homeland haben. Das heißt, wenn andere zuziehen und nicht dominiert werden, dann können wir sie hier dann können wir sie hier assimilieren. Allerdings sind nur die Norddeutschen nicht diskriminiert. Heißt, ich hoffe, sie ziehen aus Schlesien und anderen Gebieten zu uns, dann kriegen wir mehr Süddeutsche. Okay, unser Krieg ist relativ einfach. Funktioniert recht gut. Russland will schon wieder ein Equipment. Haben wir nämlich denen nicht schon eines? Nochmal. Machen wir nochmal. Vielleicht haben sie es gelöscht irgendwann nochmal. Great Britain began embargoing Prussia. Gut. Ihr kauft Seide von mir und Eisen und Wurst. So. Okay. Ja, also Preußen ist jetzt mehr oder weniger gleich hinüber. Ja. Wir haben die Preußen vollkommen auseinandergenommen. Das ist interessant. In Wirklichkeit. Was sind das für seltsame Grenzen? Fraktionierte Destillation. Wobei ich glaube, habe ich schon gesagt, draußen, Spirituosen, weil Liquor ist auch teuer. 18%, naja, weil es so teuer ist, ist es nicht. Auf jeden Fall könnten wir jetzt, nachdem wir bessere Distillen haben, aber wir distillieren überall, könnten wir diese Dinger da einsetzen. Ja klar. Verlieren auch Groceries. Oh, das ist vielleicht so. Wird da. Gar nichts. Da gehen wir wieder dahin. Da machen wir wieder gar nichts. Und da machen wir wieder voll. Das klingt ja, also das war's. Lange halten sie das nicht mehr durch. Wäre irgendwie schön, wenn sie langsam aber sicher aufgeben würden.
Yay. Das ist ja Memory erobert. Damit können wir leben. Und Preußen hat noch einen Dämpfer gekriegt, finde ich gut. Gallipoli. Und die Briten kriegen eine auf den Deckel, finde ich gut. Also ist der Krieg wegen Marokko, gell? Okay. Er will einen albanischen Treaty Port haben. Das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Ich hoffe, die Osmanen halten ihn auf. Das brauche ich echt nicht. So, was haben wir noch? Was ist das? Ein Nix. Ah, okay. Wurscht. Mhm. Increasing Export. Engines müssen 50% haben. Na gut. Schauen wir mal. Engines sind hier. Die haben Blut. Erd würde steigen wahrscheinlich, wenn man die Motor Industries irgendwie sabotieren oder so irgendwie. Keine Ahnung. Oder indem wir einfach mehr Railroad Shipyards bauen. Ja, machen wir das mal. Also da machen wir mal auch zusätzlichen Ship. Ja. Information 3. Passt. Und Railroads. Da haben wir 3, da haben wir 2, da haben wir noch gar keinen, da haben wir auch 3, oder jeweils 2 dazu. Machen wir gerade. Branching out. Rail Transportation. Aber dafür haben wir zu wenig Transportation. Mhm. Mhm. Mehr Government Administration. Yay. Nein. Du hast noch immer, ja. Okay, wir brauchen die Government Administration hier sowieso. So, und wir machen auch wieder Geschäft, Gewinn. Finde ich. Da sind wir geschiffen bald. Central Banking unlocked. Okay. Ah, plus 10% Min. Das bringt zusätzliches Geld. So, frage ich mich, warum habe ich doch immer da
Fehlen mir Truppen, deshalb habe ich zu wenig Truppen. Ist doch voll, oder? Yep. Okay. Habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die einfach zu wenig Employees haben. Ich jetzt auch nichts machen. Kann nur sagen, hopp, hopp, hopp. Office und Workforce, alles fehlt mir. Schauen wir mal, wo war unser Markt nochmal? Nein, die können dazu. Warte mal, wie ist das? Na, wieso? Ah, dem zu wenig Infrastruktur. Warte mal, die sind zu Sardinien in die Customs Union gegangen. Die spinnen ja wohl. Wir haben gerade minus 40 Autorität. Das bedeutet, wir werden das dann mal aufgeben. Das sind unsere Häfen, die wir brauchen für mehr Konvois. A good vintage, schau dir was an. Wine produced in Bekesh has been landlorded by sommeliers as outstanding. Make this an exclusive product for. Bringt uns Prestige, oder? Oder mehr Produktion. Ja, mehr. Ich heiße, das ist nicht sonderlich notwendig, aber ich mag halt. Boah, es sind nur noch 10. Finde ich gut. So, 20 Naval Bases, perfekt. Der Schackel, der da diese Dinger befehligt, liegt über Nackeln haben. Stimmt das? Ja, 20, 20. Keine große Beteiligung an Aufständen. Sehr wenig radikal. Ja, keine Pause. Eine Pause. Schauen aber, ob wir noch was machen können. Protektorate. Nö, nö,
Nein, nein. Defensiv packt. Oh. Trade Agreements. Natürlich nicht. Natürlich auch nicht. Oh, die Schweiz machen. Sind die auch in unsere Kassen? 20, 40, 70, 80, 100. Und der Papst will auch machen. Das ist aber nett. Was jetzt nicht mehr? Ah, Customs Union war das nicht. Und das Trade Agreement. Was ist das? Custom Union accepted. Yay. Shipyard. Okay. Ich sehe gerade. Wir haben schon wieder die Reihenfolge durch. Gut, dann gehen wir mal in den Markt. Schauen wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen Furniture, weitere Transportation, das heißt Railroads und Clothes. Und Papier. Was auch. Engines braucht man nicht, weil die wollen wir auf 50% aber Silk und Kohle und Tool und Schwefel. Ja, Eisen brauchen wir gar nicht so viel, aber Kohle, Silk und Tools und Glas. Glas, Schwefel, Kohle, 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 Kohle. Klar, was brauchen wir noch? Ah, und Seite. Ah ja, und Russland ist durch. Das heißt, was wir machen ist Improve. Schauen wir mal. Preußen, Local Main. Großbritannien noch einmal. Wieso sind die gesunken? Was haben wir denn getan eigentlich?
Zeigen von Bürokratie. Geht sich das schon aus für die nächste Sache? Nö. Wo wird man noch Health System draufgehen? Von 300 Bürokratie. Ja, genau so. Okay. Im Endeffekt brauchen wir mehr Government Buildings. Und vielleicht noch mehr Papier. Machen wir zuerst. Oder? Furniture Factory. Okay, machen wir das. Aber ich hätte nicht mehr aufnehmen sollen, ich bin nämlich hundemüde. Nach abdrehen. Wir haben einen schönen Gewinn eigentlich jetzt, obwohl wir niedrige Steuern einheben. Die Kapitalisten haben wir gebraucht. Triage unlocked. First Aid for Barracks. Okay. Ja. Wie gesagt, jetzt haben wir das erste Mal, dass wir Opium brauchen. Vielleicht sollten wir Barracks vielleicht sollten wir das wirklich machen. Okay, der Opiumpreis steigt ins Unermessliche, wenn wir das machen. Das heißt, wir müssen Opium importieren. Ein Luxury. erneut sowas. Schau da was an. Schaumburg-Lippe. N. Oh, das ist nett. Wir sind schon auf der Seite. Ich meine, Schaumburg-Lippe zu verteidigen ist praktisch unmöglich für uns. Schauen wir mal, ob es Schaumburg-Lippe schafft, Frankreich wieder auf ihre Seite zu kriegen. Schaumburg-Lippe hat aufgegeben. Schau dir mal an. Das war einfach. Oh, und noch ein Blick.
Diesmal mit Mecklenburg-Strelitz. Schwarzburg und Mecklenburg sind auf der Seite. Komm schon, können Sie uns was anbieten? Nicht immer nur den Russen was anbieten. Es ist okay, dass sie den Russen was anbieten. Aber ihr könnt mir ruhig auch was anbieten. Was ist das? Revolutionary Montenegro. Oh, Russland ist auf jeden Fall eingestiegen. Finde ich gut. Wofür hat er das gemacht? Gar nichts. Komm schon, Mecklenburg. Versprich mir auch irgendwas. Irgendwas Cooles. Ich würde ganz gern auch dort rein in den Konflikt. Aber das letzte Mal hat Russland was gekriegt. Ich würde auch ganz gern was haben. Also zahl was. Hopsi, hopsi. Realism, yay! Was ist das für Mastication? Weil wir sowieso Gummi gewinnen. Aber da Modern Nursing Field Hospitals, aber noch mehr Opium. Electric Telegraph. Minus 25% Kreuzforschung vom Kerl. Okay. Enlistment Offices brauchen wir auch nicht. Reach Loading Artillery. Und Repeaters. Das ist meine Produktion. So. Was machen wir da? Wir könnten eigentlich Dynamit erforschen. Da. Okay, na gut. Nachdem hier niemand mir was anbieten wird, gehe ich einfach so. Einfach weg. Oh, du hast einen Typen mehr. Experience Defensive, Offensive Planner, Pinnacle. Und there is Office Planners. Okay.
Okay, warte mal. Den oder den oder den. Den nochmal nicht. Ja, nein, den. So, mobilisieren. Ihr mobilisiert, du mobilisierst. Wo ist nochmal die? Den nehmen wir da, den hier. So, mein Freund und Zeichenröster. Mal hier. Oh, gut, der hat Lübeck erobert, schon was an. Du hier greifst hier an. Du hier. Und du hier greifst. Puh. Auch hier. Da musst du doch selber schauen, wo bleibt. Schon, gib einfach auf. Wäre nett, wenn Frankreich auch dazu käme. Da würde es ja fehlen. Ja, denk. Ah, oh, Feigling. Also, nicht wirklich, aber... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freut mich sehr, dass ich da nicht nochmal einen Krieg führen musste. Jetzt das. Warte mal. Ach, warte. Negro wieder. Oh. Was bist du? Konservativ. Maintain Balance of Power. Das klingt so. Was auch konservativ. Balance of Power. Agricultural Investments. Okay, was? Wir schlagen uns auf die Seite von Montenegro. Okay, diesen nicht zu ändern. Wir gehen einfach schnell, oder?
bist du mal und du machst hier alles klar. Tschum, tschum, tschum. Geht das wirklich in einen Krieg? Die Schweiz hätte gerne einen Diff. Das geben sie natürlich. Okay, wenn mich hier jetzt schlafen hören habt, drehe ich jetzt wirklich ab. Nicht vor Krieg. Hättet ihr bitte zurückschrecken können, ihr Dolme. Und passt schon. Na, warte mal, wir haben da 200. Dann machen wir doch klar. Wir haben noch ein Dings. Finde ich gut. Sieht das gerade. Ja, mag gut einen Defense mit mir. Brauchen wir das überhaupt? Gute Frage. Die 150 Influence Kosten. Was hat die MP? Mal schauen. Vielleicht freundlich werden. War nicht schon freundlich, aber auch ohne das wieder aufzunehmen.
So, schauen wir mal. Markt, wie schaut's aus? Ah, wir brauchen OP. Wollte ich schauen, da haben wir nur plus 30%. Klar. Haben wir klar. Dich gebaut, schaut fast so aus. Wir brauchen mehr Glas. Wir könnten auf Crystal-Glas gehen. Wir brauchen mehr Blei. Aber wir produzieren auch mehr Glas. Das ist auf Crystal-Glas. Die zwei weiter. So, mal noch gesagt. Ja. Aber Blei brauchen wir jetzt auch. Ist eh klar. Okay, noch Bleikraftwerk. Bleikraftwerk, was bin ich? Kohle, Silk, Kleidung und Papier und Zeug. Okay, mach mal nochmal Papier. Hier und einmal Kleidung und einmal Furniture. Da brauchen wir eben. So, und Papier noch eins oder zwei. Und das war's eigentlich. Dabei nochmal. Wie schon gesagt, ich warte nur jetzt noch ab. Und wieder 90% für die christlich-sozialen, finde ich. Da wollen wir jetzt nicht wirklich was zu ändern. Alles beim Alten geblieben. Alles stabil. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mechanized Workshop in Economy of Steel. Okay. Was mir einfällt, ist, welche Decisions es gibt. So, es kostet 1000 Bürokratie für 2 Jahre. Bist du irre?
bauen wir noch ein bisschen Bürokratie auch. Ich heiße einmal Venedig, Schlesien, Istrien und ja, das werde ich. Das auch. Oh, da fehlt noch was. Nein, da. Ostern. Kriegt auch noch eins. So, zwei unproductive trade route. Das hören wir auf, aber wir wollen unsere Preise ja ins Boot stecken lassen. Eckenlose. Ja, das wussten wir auch schon. Wenn nicht weinen. Okay. Gleich. Ich kapituliere. Gut, meine Damen und Herren. Ich wünsche einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Bis